Deutschen lieben ihre Haustiere. 34 Millionen gibt es. Und trotzdem werden pro Jahr 500.000 Tiere ausgesetzt. Die landen dann, wenn sie Glück haben, in einem Tierheim. Wir sind heute in Emleben im Tierheim, weil hier ist heute Tierheim-Weihnachtsfeier. Und wir sind natürlich dabei und wollen mal lauschen, was sich seit 2019 getan hat. Hallo Frau Bärwolf, wir gehen jetzt mal zu den Hundezwingern. Sie können uns dann bestimmt was dazu erzählen, wie es hier weitergeht, oder? Ja, kann ich. Im vorigen Jahr haben Sie gesagt, die größte Aufgabe für 2019 ist die Hundezwingeranlage. Wie ist denn da der Stand? Der Stand ist, dass die Baugenehmigung noch nicht vorliegt. Warum nicht? Ja, weil das noch Probleme gibt. Landratsamt, Abwasserzweckverband, da sind noch einige Unklarheiten. Und wir haben auch noch keinen Kostenvoranschlag. Wir haben zwar ein Architektenbüro, die auch mit bestimmten Firmen zusammenarbeiten. Es muss ja abgerissen werden und dann muss mit dem Neubau begonnen werden. Sie haben vorher ja gesagt, dass das eine recht teure Angelegenheit werden wird. Ja. Wie ist denn die Frage der Finanzierung inzwischen geklärt? Naja, wir können das glücklicherweise aufgrund einer Erbschaft erstmal finanzieren. Wie viel es wird und ob es reicht, das weiß keiner mit dem heutigen Stand. Angenommen, im nächsten Frühjahr liegt die Baugenehmigung vor und alles andere ist geklärt. Wie lange wird denn ungefähr die Bauzeit dauern? Ich denke, ein halbes Jahr vielleicht. Dann wäre ja für die nächste Weihnachtsfeier hier im Tierheim dann die Eröffnung oder so geplant, oder? Das möchte ich stark hoffen. Und das ist nicht unser einziges Problem. Welches gibt es noch? Es gibt noch ein Problem mit dem Katzenhaus. Das bricht förmlich in sich zusammen. Der Boden geht nach unten ab, weil das sind ja Baustellenunterkünfte gewesen nach der Wende. Und wir haben zwar die Außenwände alles schon mal massiv hochgezogen, aber der Fußboden von unten ist verschimmelt und geht nach unten ab. Und das wäre dann wahrscheinlich die Aufgabe für das Jahr 2021, oder? Nein, ich glaube, das muss 2020 passieren. Wir können aus diesem Grund keine Pensionskatzen mehr aufnehmen. Und das ist ja auch wieder ein finanzieller Verlust. Nun ist es so, dass das Tierheim ja ganz offiziell am 2.10.1994 eröffnet hat und dies Jahr 25 Jahre hätte feiern können. Man hat aber gar nichts von Feiern gehört. Warum nicht? Na, das ging nicht, weil ja die Baumaßnahmen in Emleben so umfangreich sind und die Busschleife direkt vor unserer Tür war und wir keine Parkmöglichkeiten gesehen hätten für unsere Besucher. Gibt es da noch mal eine Nachhole der Feier? Bestimmt. Gut, als Oberbürgermeister darf natürlich hier nicht fehlen. Das wievielte Mal sind Sie denn eigentlich heute hier? Ich weiß es gar nicht, wieviel Mal ich da bin, aber das ist eigentlich auch egal, weil es jedes Mal hochinteressant ist und schön ist. Es gibt immer Neues zu entdecken hier im Tierheim in Gotha, was ja für unsere Stadt schon eine enorme Bedeutung hat und auch für den Landkreis. Nicht jeder weiß, dass die Stadt auch das Tierheim finanziell unterstützt. Wie sieht es aus? Wie sieht die Summe dieses Jahr aus? Also die Summe ist wieder etwas angewachsen in diesem Jahr. Wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, sind es über 80.000 Euro, die die Stadt Gotha beisteuert für die Unterhaltung des Tierheimes. Das ist aber auch Geld, was wir als Stadträte gerne geben und gerne investieren, weil wir wissen, dass Tiere, die in Not sind, hier im Tierheim in Emleben einen guten Platz finden. Nun ist es so, dass das Tierheim dieses Jahr 25 Jahre eigentlich alt geworden ist und keine Geburtstagsfeier stattgefunden hat, weil es ja mit den Bauarbeiten nicht ganz so vorwärts geht. Kann die Stadt da unterstützen? Die Stadt kann immer unterstützen, wenn wir gemeinsam zusammensitzen, ob das um Baugenehmigung geht oder um Fördermittel beantragen. Auch da helfen wir immer wieder gerne. Und ich weiß schon, dass einige Katzenhäuser erneuert werden müssen. Und wenn das ordentlich geplant ist, denke ich mal, kriegt man das auch gut hin. Und das dem Tierheim gelingt, sind immer wieder auch unwahrscheinlich viel an Spendentätigkeit einzuwerben, weil es eine hohe Sympathie der Menschen für diese Arbeit hier gibt. Katzen war ein schönes Stichwort. Voriges Jahr bei Ihrem Besuch hier, da haben Sie von Suki und von Polly erzählt. Wie sieht es denn damit aus? Sind die immer noch in großer Liebe Ihnen zugetan? Suki und Polly sind immer noch in großer Liebe uns zugetan. Meine Frau schimpft manchmal mit ihnen, weil sie von draußen alles Mögliche reinbringen. Aber wenn Suki dann abends, wenn ich zu Hause bin, kommt Suki dann und legt sich bei mir auf den Schoß und will mal geschmust werden. Das ist schon ein schöner Moment, wenn man abends zu Hause ist. Und Polly, die ist eben etwas älter schon, über 14 Jahre und ein bisschen träge. Und die tappt dann so durch die Wohnung so hin und her mit ihrem seidig weißen schwarzen Fell. Das ist auch schon immer wieder eine schöne Bereicherung. Eine Dame, die wir beide kennen, die hat mal gesagt, die Katze im Hause erspart dem Psychiater. Kann ich nur bestätigen. Ja, ich glaube, das stimmt sogar, weil die Katzen, die strahlen so viel Wärme und Liebe aus, das tut einfach gut. Guten Morgen. Die Ortsteilbürgermeisterin ist natürlich auch da, wenn die Weihnachtsfeier im Tierheim ist. Haben Sie zu Hause ein Haustier? Ja, wir haben einen Zwergrauhaardackel. Den haben Sie aber bestimmt nicht im Tierheim geholt, oder? Nein, den haben wir nicht im Tierheim geholt, weil vor 6 Jahren gab es für uns nichts Passendes hier. Immer schon mit Hunden zu tun gehabt, als Kind oder so? Als Kind hatten wir auch einen Hund. Wenn Sie heute hier sind, sind Sie da zunächst als Ortsteilbürgermeisterin da oder als Tierfreund? Ich bin als Ortsteilbürgermeisterin und als Tierfreundin hier. Was kann die Ortsteilbürgermeisterin zur Unterstützung des Tierheims leisten? Wir haben vor, im Januar mit dem gesamten Ortsteilrat hier vorbeizukommen und ein paar Spenden abzugeben, die wir gesammelt haben und noch sammeln werden. Dann wünsche ich dafür viel Erfolg, dass viel Geld zusammenkommt, das Tierheim braucht's. Dankeschön. Ich habe eine neue Freundin gefunden oder einen Freund, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht sehen, ob es ein Kater oder eine Katze ist. Aber ein ganz großer Schmuser ist es auf alle Fälle. Und ich werde natürlich dann ein Problem haben, wenn ich nach Hause komme, weil er fähnt jetzt, also er markiert mich mit seinem Duft. Und dann werden wahrscheinlich meine beiden Kater zu Hause irgendwie eifersüchtig sein. Müssen sie durch. Tierheimleiterin Frau Mattis ist auch da, na logischerweise. Ja, logischerweise, na klar. Wir gehen jetzt zum Katzenhaus, weil da gibt es was zu sehen, was wichtig ist, damit wir verstehen, was für Aufgaben in nächster Zeit stehen, nicht? Das ist richtig. Das Katzenhaus ist baulich komplett nicht mehr zu besetzen und wir müssen das neu machen. Frau Mattis, die Frau Bärwolf hat ja schon gesagt, dass das Katzenhaus unbedingt erneuert werden soll. Nun ist ja da einiges gebaut worden, was ja übrig bleiben soll, was man weiter nutzen möchte. Worum geht's da? Also wir haben das Problem, dass in dem alten Katzenhaus der Fußboden kaputt ist. Das heißt, er löst sich im Wohlgefallen auf. Wir haben vor einigen Jahren um das Haus drumherum neue Balkons gebaut, neue Freiläufe gebaut. Und jetzt ist leider das Problem, dass der Innenraum total desolat ist. Ja, also ich musste das Katzenhaus schließen, wir können dort nicht mehr drinnen laufen, der Fußboden ist ganz weich. Es besteht die Gefahr, dass man halt einbricht und wir müssen quasi innen drinnen alles komplett neu machen. Wie viele Plätze für die Katzen fallen dadurch jetzt dann eigentlich weg? Das Schlimme ist, dass unsere Katzenpension wegfällt. Das ist eigentlich für uns das größere Problem, weil das halt finanziell schwer zu stemmen ist für uns in Zukunft. Und für unsere Tiere fallen auf jeden Fall 30 bis 40 Katzenplätze weg. Wenn wir gerade mal bei den Tieren sind, bei der Anzahl der Tiere, wie ist denn die momentane Belegung hier im Tierheim? Also momentan haben wir um die 40 bis 50 Freigängerkatzen, die zu unserem Bestand gehören, die quasi unser Tierheim von Mäusen frei halten und die Besucher bespaßen. Und zur Vermittlung in dem anderen Katzenhaus, was uns zur Verfügung stellt, sind noch mal so um die 50 Katzen. Katzen sind ja des Deutschen liebstes Haustier, 11,9 Millionen Tiere gibt es. Danach kommt der Hund. Wie viele Hunde haben Sie? Hunde haben wir so um die 20 meistens. Das sind ja deutlich weniger geworden. Woran liegt's? Das sind deutlich weniger geworden. Ich hoffe, es liegt an dem besseren Umgang der Menschen mit dem Hund. Und eventuell vielleicht auch ein bisschen an der Kennzeichnungspflicht, die besteht. Also dass die Tiere geschippt sind und deshalb dann klar ist, wer der Besitzer ist. So sieht's aus, genau. Dann habe ich gerade eben gesehen, Schafe und Ziegen. Jetzt hätte ich beinahe wieder gesagt, Ziegen und Schafe. Nee, doch, Schafe und Ziegen haben Sie auch. Haben wir auch, ja. Haben wir auch, genau. Ja. Das sind Einweisungstiere vom Veterinäramt, die kommen aus schlechter Haltung. Die haben wir schon viele Jahre, weil sie werden sehr alt, Schafe und Ziegen. Was gibt es außerdem bei Ihnen noch? Wir haben noch Chinchillas. Chinchillas? Chinchillas, die nun mittlerweile seit 7 Jahren bei uns leben und die bisher leider noch kein Zuhause gefunden haben. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Sie sind nachtaktiv, muss man sich natürlich überlegen, sind keine Tiere für Kinder und wir haben natürlich noch Kaninchen und Meerschweinchen. Wie viele Leute kümmern sich hier um diese Tiere? Wir haben insgesamt 8 Angestellte und zum Glück ab diesem Jahr einen Lehrling. Der Lehrling, welchen Beruf wird er ausgebildet? Das wird ein Tierpfleger im Bereich Tierpension, Tierpflege im Tierheim. Ist der da? Können wir den mal fragen? Sie ist da. Sie ist da? Sie ist da. Wollen Sie uns mal zu ihr bringen? Ja, natürlich, gerne. Frau Mattis, die Tierheimleiterin, die hat mir gesagt, Sie sind die Nummer 1 in doppelter Hinsicht für Sie, weil in den 25 Jahren des Tierheims hier in Gotha sind Sie die erste Auszubildende. Sagen Sie uns bitte, wie Sie heißen und wo Sie herkommen? Ich heiße Josephine und ich komme aus Emleben. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, hier im Tierheim eine Berufsausbildung machen zu wollen? Also ich habe erst 3 Monate Praktikum gemacht und dann habe ich noch eine Einstiegsqualifizierung gemacht und dann habe ich die Ausbildung hier angefangen im August. Ist das auch so eine duale, also das Praktische machen Sie im Tierheim und das Theoretische in der Berufsschule? Ja, genau. Und meine Berufsschule ist in Bayern. In Bayern? Wo denn da? Unter Nürnberg, eine halbe Stunde von Nürnberg weg. Aber immer ein ganz schönes Stück zu fahren. Wie oft sind Sie denn dort? Ungefähr einmal im Monat. Wenn Sie im Tierheim arbeiten wollen, müssen Sie besonders tierlieb sein. Wie viele Tiere haben Sie denn zu Hause? Also zu Hause haben wir 3 Hunde, einen Kater und eine Schildkröte. Dann sage ich mal, viel Spaß bei der Ausbildung hier und wer sie sucht, man findet sie im Tierheim. Tierheim-Weihnachtsfeier in Emleben bedeutet natürlich auch, dass es einen Gabentisch geben muss, Frau Mattis. Wo haben wir denn den? Selbstverständlich gibt es einen Gabentisch. Gucken Sie hier. Gut gefüllt ist er schon, unser Gabentisch. Und ist noch nicht mal so lange offen, oder? Es ist noch nicht so lange offen. Wir haben erst 13 Uhr angefangen und es ist schon fast alles voll. Ist das nicht toll? Finde ich schon. Was kann man denn eigentlich so als Gaben zum Gabentisch dazu tun? Man kann eigentlich alles dazu tun. Angefangen von Tiernahrung, übers Putzmittel, über Geld, wovon wir gerne Spezialfutter kaufen für die Tiere, die schon lange bei uns sind, die alle ein gewisses Alter erreicht haben und nicht mehr das normale Futter vertragen. Ein nettes Mitbringsel aus dem Tierheim am Schuh, das lasse ich aber hier. Also im wahrsten Sinne des Wortes lasse ich die Scheiße hier. Die kratze ich mir jetzt hier an diesem wunderbaren Gerät ab. Das war nämlich jetzt der Tipp von Tierheimleiterin Mattis. Und das Resultat? Besser? Er nickt. Alles klar.